Ja, hallo Tischtennishelden. Mein Name ist Yannick Borsche. Ich bin Tischtennistrainer aus Bonn. Heute bin ich hier mit Patrick Franzrisser, der sich ein bisschen Zeit genommen hat, hier zu Gast. Tischtennishelden. Conquer the table. Stell dich mal kurz vor, die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, was ich eher nicht glaube. Ich bin Patrick Franzrisser, bin 22 Jahre alt. Spiele Tischtennis, spiele jetzt seit dieser Saison bei Borussia Düsseldorf und ja, spiele Tischtennis seit ich 6 Jahre bin im Verein und es macht mir immer noch viel Spaß. Hast du schon in Düsseldorf hier eingelebt? Ja, auf jeden Fall. Also ich wohne schon ein bisschen länger hier, letztes Jahr habe ich hier auch schon gewohnt und es gefällt mir hier sehr gut. Es ist das erste Mal, dass ich weg bin von meinen Eltern. Selbst waschen und kochen muss, aber auch das kriege ich mit der Zeit ganz gut auf die Reihe. Das bedeutet, du wohnst nicht hier, sondern hast eine eigene Wohnung in Düsseldorf wahrscheinlich? Genau, ich habe eine eigene Wohnung, 2 Kilometer von hier. Okay. Das ist ganz entspannt. Das erste Thema, was ich mit dir besprechen würde, ich bin hier gerade auf der B-Lizenz-Ausbildung. Was macht für dich ein guter Trainer aus? Was sind da so die Faktoren, deiner Meinung nach? Ein guter Trainer muss immer für den Spieler eigentlich da sein. Das heißt, ich kann es nur sagen, vom Helmut Hampel, meinem ersten richtigen Trainer, der hatte immer Zeit für mich gehabt. Also der war morgens, wenn ich um 9 trainieren wollte, war er um 9 da, wenn ich um 9 abends trainieren wollte, war er auch da. Also ein Trainer sollte sich viel Zeit nehmen für seinen Schützling und sich halt auch viel damit beschäftigen. Das, denke ich, sind so die Grundvoraussetzungen und auch dem Spieler auch viel Spaß vermitteln. Das war bei mir immer das Wichtigste, dass ich immer den Spaß noch verspürt habe und alles nicht zu ernst genommen wurde. Und ich denke, das sind so die Voraussetzungen. Wir haben gestern in der Ausbildung darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, dass Spieler auch verschiedene Trainer durchleben, weil jeder eine andere Philosophie hat. Kannst du das bestätigen, dass das sinnvoll ist, dass man verschiedene Trainer auch kennenlernt? Also ich finde es gut, viele Meinungen zu hören. Ich hatte auch schon viele Trainer gehabt. Heute im Training zum Beispiel waren 4 verschiedene Trainer da gewesen. Es ist halt wichtig, dass man sich die Sachen dann rausnimmt, die einem gefallen oder die einen weiterbringen, wo man auch das Gefühl hat, die sind gut für dich und auch manchmal vielleicht dann Sachen rausfiltert, die einem nicht so gefallen. Dass man da mit den Trainern spricht und sich halt die Sachen rausfiltert, die einem gefallen und die einem nicht so gefallen. Dann würde mich mal interessieren, das Leben als Tischtennisprofi ist sehr anstrengend, also ist ja ein Vollzeitprogramm. Kannst du es überhaupt weiterempfehlen als Beruf? Mir macht es viel Spaß. Ich denke, es ist eh das Schönste, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Und ich bin echt glücklich darüber, dass ich es geschafft habe, Tischtennisprofi zu werden. Klar, es ist viel Arbeit und wir sind oft in der Halle und wenn manchmal draußen die Sonne scheint und es sind 25 Grad, dann denkt man sich auch heute würde ich schon lieber mal in die Stadt gehen oder ins Schwimmbad, aber das ist im anderen Beruf genau das Gleiche. Da sitzt man dann auch zum Beispiel im Büro 8 Stunden am Tag und kann auch nicht rausgehen. Also es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, Sport zu machen. Es sind viele junge Leute dabei, wir haben viel Spaß zusammen. Und also ich kann es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Machst du dir denn auch Gedanken darüber, wenn du vielleicht mal eine schwere Verletzung bekommen könntest oder was auch nach der Karriere ist? Machst du dir überhaupt schon Gedanken oder hast du vielleicht sogar dir schon einen Plan zurechtgelegt, in welche Richtung das gehen könnte? Das habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte mal vor 2,5 Jahren 6 Monate eine Rückenverletzung, wo keiner so genau wusste, was es war. Und da habe ich mir dann schon mal gedacht, oh, was passiert, wenn das jetzt nicht besser wird? Was machst du dann überhaupt? Aber eigentlich will ich mich mit dem Thema nicht so beschäftigen, weil es eben im Moment halt Tischtennis ist und da will ich möglichst weit nach vorne kommen. Und wenn ich mir jetzt schon Gedanken mache, was mache ich mit 30 oder mit 40 Jahren, dann ja, würde auch die Zeit jetzt ein bisschen drunter leiden. An Verletzungen versuche ich auch nicht so zu denken. Wir machen viel Fitnesstraining, wir haben viel Massage. Ich versuche einfach die Pausen so zu nutzen, dass mein Körper eben lange fit bleibt. Der Körper ist halt das Kapital und versucht da nicht irgendwelche dummen Sachen zu machen, sondern ist relativ professionell mit meinem Körper anzugehen. Okay. Dann, was mich interessieren würde, könntest du dir vorstellen, in den nächsten Jahren auch mal in der Super League zu spielen in China? Das könnte ich mir schon vorstellen. Also klar ist es vielleicht auch stressig, wenn man
wenn man normal Urlaub macht, eben dann in der Superliga zu starten. Aber ich denke, die Chance, dort zu spielen, die würde ich direkt ergreifen, weil einfach, das sind die stärksten Spieler der Welt, das ist die stärkste Liga der Welt. Und ich denke, da wird man schon viel dazulernen. Auch der Dima und Timo, die sagen auch, so schnell wie dort alles geht, also wie schnell die Spieler sind, wie schnell sie spielen, das würde ich auf jeden Fall nutzen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten zum ersten Teil vom Interview mit Patrick Franziska. Die weiteren Teile folgen natürlich auf unserem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, haut rein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.